Zur Einstimmung unserer 696. Montagsdemo freuen wir uns jetzt auf Gerd Schinkel. Als ich gekommen bin, war es noch ein bisschen heller. Hat mich schon gefreut, wir können wieder im Hellen, aber müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Schönen guten Abend. Mit dem Lied, das ich jetzt als erstes singe, hatte ich auf die Übernahme des Amtes des bayerischen Ministerpräsidenten reagiert, der dann auf einmal Söder hieß und als erste Amtshandlung seiner Zeit durchgesetzt hat, dass in allen Amtsstuben ein Kruzifix hängen sollte. Das erschien mir erwähnenswert in einem Lied, aber inzwischen haben sich, zumindest was den Refrain angeht, die Dinge derartig verändert, dass ich die Kruzifixe wieder rausgeschmissen habe. Aber ansonsten ist das Lied bis auf den Refrain, ist ein kleines bisschen anders, ist es so geblieben, wie ich es, glaube 17 oder so geschrieben habe. Ecken und Kanten heißt das Lied. An so vielen Ecken und Enden ist längst höchste Zeit, sich dagegen zu stemmen, entschieden und energisch bereit. Man kann deutlich sehen, das Licht überm Land ist gedimmt, dann nützt es nichts, länger zu streiten, ob es wirklich stimmt. Am rechten Rand hat sich ein untiefer Sumpf ausgedehnt. Statt ihn trocken zu legen, hat man sich auf Polster gelehnt. Weite Teile des Landes versinken im braunen Morast. Wer sich wundert, war blind oder hat nicht genug aufgepasst. Wer wehrt sich, steht auf, wo bist du, fällst du auch auf die Knie? Es drohen größere Gefahren, ohne hinzuschauen, siehst du sie nie. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann zwingen sie dich auf die Knie. Es wird behauptet, geleugnet, gelogen, beschimpft und gehetzt. Die freie Landschaft des Denkens vergiftet, die Würde verletzt. Unverkennbar sich schon in den Köpfen der Menschen was dreht. Zu viele wollen gar nicht mehr wissen, was da vor sich geht. Was weit rechts am Rand war, hat links schon die Mitte erreicht. Dort entschiedene Ablehnung ausgelutscht und aufgeweicht. Hörst du, was man heute wieder sagt und nicht nur heimlich denkt? Das Gewissen betäubt, grotesk das Rückgrat verengt. Wer wehrt sich, steht auf, wo bist du, fällst du auch auf die Knie? Es drohen größere Gefahren, ohne hinzuschauen, siehst du sie nie. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann zwingen sie dich auf die Knie. Was gestern Konsens war, gilt heute schon als unbequem. Was gestern verpönt war, ist längst nicht mehr unangenehm. Man kann es kaum glauben, was man heute liest oder hört. Entsetzt stellt man fest, wer sich nicht daran stört, nicht empört. Mahnern und Warnern, die dieses Land lautstark bewacht, wird bald drohen, dass man sie zum Schweigen bringt, lächerlich macht. Wenn sie nicht still bleibt, dann macht man sie eben stumm. Übersehen sie die Risiken, selbst sind sie blind, taub und dumm.
Wer wehrt sich, steht auf, wo bist du, fällst du auch auf die Knie? Es drohen größere Gefahren, ohne hinzuschauen, siehst du sie nie. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann zwingen sie dich auf die Knie. An Ecken und Enden sind deutliche Kanten gefragt. Hört nicht weg, wenn man Menschenverachtendes sagt. Fahrt ihnen über den Mund und halt ihnen ins Wort. Nicht erst zu Hause im Kopf, ohne Zögern sofort. Wo bleibt der Aufschrei, der schrill aus der Lethargie weckt? Muss noch passieren, dass man sich nicht länger versteckt. Die Straßen sind breit und wer will, hat auf jeden Fall Platz. Lähm dich nicht selbst, denkst du, Widerstand sei für die Katz. Steh auf und wehr dich und fall nicht auf blutige Knie. Es drohen größere Gefahren, ohne hinzuschauen, siehst du sie nie. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann zwingen sie dich auf die Knie. Ein etwas kürzeres Lied, obwohl ich es heute Nachmittag noch länger gemacht hatte. Aber mit Blick auf die fortschreitende Zeit ist die Würze in der Kürze und da ist auch das Entscheidende drin. Das geht so ein bisschen durch die Tonarten. Faschisten, die zur Wahl stehen, werden auch von Faschisten nur gewählt. Und Wähler, die Faschisten wählen, sind Faschisten, das alleine zählt. Und Faschisten sind Faschisten, nennen sie auch AfD ihren Verein. An dem, was sie tun und sagen, sollten sie für jeden zu erkennen sein. Und Faschisten, die zur Wahl stehen, werden auch von Faschisten nur gewählt. Und Wähler, die Faschisten wählen, sind Faschisten, das alleine zählt. Und Faschisten sind Faschisten, nennen sie auch AfD ihren Verein. Und an dem, was sie tun und sagen, sollten sie für jeden zu erkennen sein. Faschisten, die zur Wahl stehen, werden auch von Faschisten nur gewählt. Und Wähler, die Faschisten wählen, sind Faschisten, das alleine zählt. Und Faschisten sind Faschisten, nennen sie auch AfD ihren Verein. An dem, was sie tun und sagen, sollten sie für jeden zu erkennen sein. Und das Lied ist für diejenigen, die immer sagen, aber die Wähler sind doch keine. Ha! Liebe Freundinnen, liebe Freunde, hört man mich schon? Ist das Mikro an? Ah ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle hier auf dem Schlossplatz zu
zur 696. Montagsdemo für den Erhalt unseres Kopfbahnhofs und für den direkten Anschluss an die Gäubahn über die Panoramabahn. Ein herzliches Willkommen auch der Radl-Demo vom Feuersee. Ein herzliches Willkommen auch und genauso herzlichen Dank an unseren heutigen Mitstreiter Gerd Schinkel, der uns gerade schon musikalisch, politisch auf unsere Kundgebung eingestimmt hat und nachher noch einmal für uns spielen wird. Applaus für Gerd Schinkel. Wie schön, dass es wieder ein ganz kleines bisschen hell ist und wir uns gegenseitig noch ein bisschen sehen können. Ich sehe ein richtig stabiles Bollwerk, das Montag für Montag auf unserer Kundgebung seit vielen Jahren gehalten wird. Hartnäckig gegen den Strom schwimmend und trotz Gegenwind. Wir hören nicht auf, die Finger in die Stuttgart 21 Wunden zu legen und die Alternativen aufzuzeigen. Wir fordern Baustopp, Umnutzung der Tunnel, Erhalt und Instandsetzung des Kopfbahnhofs und Erhalt der Gäubahnanbindung ohne Unterbrechung. Wow. Im Moment hat die Stuttgart 21 Lobby wenig Rückenwind und die Projektbeteiligten kommen zunehmend in ernste Schwierigkeiten. Und wir haben fantastische Verbündete, die uns unterstützen. Auf unseren heutigen Redner freue ich mich sehr. Er ist einer der Architekten des vorbildlichen Schweizer integralen Taktverkehrs, wenn nicht sogar der Architekt. Er war von 1993 bis 2006 Chef der Schweizer Bahnen und hat aus seiner kritischen Sicht auf deutsche Bahnpolitik und Stuttgart 21 nie einen Hehl gemacht. Schon einmal hat er auf unserer Montagsdemo gegen Stuttgart 21 gesprochen. Das war im April 2013. Heute ist er wieder hier und hat seiner Rede den Titel gegeben: Mit Ausdauer werden wir gewinnen. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Benedikt Weibel. Ja, geschätzte Kämpferinnen und Kämpfer. Es ist eine Ehre für mich, hier stehen zu dürfen, an der 696. Montagsdemonstration. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer unglaublichen Ausdauer. Der große Polarforscher Ernest Shackleton hat von 1914 bis 1916 mit seinen 27 Männern 638 Tage in der Antarktis überlebt. Gilt heute noch als die größte Abenteuergeschichte der Menschheit. Und sein Motto war: By endurance we conquer. Mit Ausdauer gewinnen wir. Einmal, Sie haben es gehört, war ich schon dabei. Mein Auftritt war geplant für den 4. März 2013. Ich habe die Ankunftszeit meines Zugs gemeldet. Da sagt man mir, das ist zu spät. Die DB hat immer Verspätungen zwischen 10 und 20 Minuten. Nein, zwischen 5 und 10 Minuten, ich korrigiere mich, waren das doch idyllische Zustände damals. Wir verschoben den Termin auf den 15. April. Und diesen Tag, den habe ich nie mehr vergessen. Ich spreche nicht über Stuttgart 21, habe ich begonnen. Ich spreche über Megalomanie. Mit einem Beispiel aus der Schweiz. Megalomanie, das heißt Größenwahn, Selbstüberschätzung. In Zürich beschoss man in den 60er Jahren den Bau einer U-Bahn mit über 100 Stationen. Ein Projekt, das im Verhältnis zur Größe dieser Stadt massiv überrissen war. Es gab dann, wie es in der Schweiz halt üblich ist, eine Volksabstimmung. Das Projekt wurde mit großem Mehr abgelehnt. 10 Jahre später kam ein Konzept mit Kombination abgespeckte U-Bahn mit einer S-Bahn. Die Trams in der Innenstadt wollte man aufheben. Wieder Volksabstimmung, wieder abgelehnt. Im dritten Ablauf
Anlauf kam die Abstimmung über eine S-Bahn mit nur wenigen Investitionen, einer neuen Durchgangslinie durch den Hauptbahnhof, ein Tunnel in den Bahnhof Stadelhofen, ein weiter Tunnel Richtung Norden. Und damit hat man eine enorme Netzwirkung mit relativ wenig Geld. Das Volk hat natürlich wieder abgestimmt, mit großer Mehr zugestimmt. Eine Investition von weniger als 1 Milliarde Franken. Und 1992 wurde diese S-Bahn in Betrieb genommen und war ein riesiger Erfolg. Dann sprach ich von unserem Projekt Bahn 2000. Ziel, eine landesweite Verbesserung des Angebotes mit dem Motto häufiger, direkter und schneller. Wir haben 135 Bauprojekte realisiert, darunter eine 48 Kilometer lange Neubaustrecke. Und das Ganze übrigens auch wieder vom Volk angenommen, mit einer großen Mehrheit. Insgesamt hat er investiert 5,9 Milliarden Franken und der Erfolg war durchschlagend. Und dann, erst am Schluss, habe ich Stuttgart 21 erwähnt und Folgendes gesagt. Und dieser eine Bahnhof wird mindestens so viel kosten wie die ganze Bahn 2000. Ich habe mich unglaublich getäuscht. Er wird doppelt so viel kosten. Was ich mir in den schwärzesten Träumen nie hätte vorstellen können, ist, dass man über 10 Milliarden Euro ausgibt, damit die Gäubahn nicht mehr in den Bahnhof Stuttgart fahren kann. Und als Folge dieser gigantischen Bauerei, das obere Neckartal, das obere Donautal, den westlichen Bodenseeraum und auch die Schweiz, Schaffhausen und Zürich vom Verkehr einfach abhängt. Obwohl der Schlichter Heiner Geißler 2010 ausdrücklich gesagt hat, dass die Gäubahn erhalten werden müsse, so werden mit Stuttgart 21, aber auch den geplanten 40 Generalsanierungen, die werden zu einem gigantischen Kundenvertreibungsprogramm. Und sie werden auch mit der größten Ausdauer nicht mehr gewinnen können. Aber kämpfen Sie dafür, dass zumindest die Gäubahn nicht gekappt wird. Und geben Sie nicht auf. Danke. Herr Professor Weibel, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, hier und heute zu sprechen. Liebe Freunde und Freundinnen, dass Benedikt Weibel bei der Gäubahn-Veranstaltung heute Abend im Rathaus den Hauptvortrag halten wird, das wissen Sie bereits. Auch Jürgen Resch, Harald Kirchner und Klaus Gietinger werden dabei sein. Was Sie dort erwartet, ist eine Veranstaltung, die Kräfte zusammenführt, für die Anbindung der Gäubahn an den Kopfbahnhof, für den Erhalt unseres Kopfbahnhofs. Aber, genau. Aber niemand von Ihnen muss jetzt schon überstürzt Richtung Rathaus rennen, denn unser heutiger gemeinsamer Demozug führt uns nachher rechtzeitig zum Rathaus. Ich schwöre, wir sind auf jeden Fall deutlich vor 19 Uhr drüben und im großen Sitzungssaal gibt es genügend Platz für uns alle. Ich habe gleich noch ein paar wichtige Infos für euch. Es lohnt sich also, bis zum Ende der Kundgebung hier zu bleiben. Und versäumt auch heute bitte nicht, eure Spende zur Finanzierung unserer Demo in die Parkschützerdosen zu geben. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Ihr seid einzigartig. Aber jetzt Musik, der ebenso einzigartige Gerd Schinkel. Der Lied hat den kryptischen Titel Misslungene Enttarnung. Und ich hatte einen ersten Entwurf geschrieben. Es geht dabei um die deutschen Talkshows und ihre Gäste, die sie einladen. Und als ich das fertig hatte, kam mir so ein bisschen Bedenken und ich fing an zu recherchieren. Gibt es eine Talkshow, die auf die Einladung von AfD-Leuten verzichtet? Und dann hat mir Google erzählt, ja,
Maybrit Illner würde verzichten. Daraufhin habe ich das Lied, damals jedenfalls googlegläubig, geändert und die Illner rausgenommen. Und dann kam die letzte Sendung von Illner, die ja nun sicherlich nicht die letzte gewesen sein wird. Und sie strafte sich selbst Lügen, dachte ich. Hab ihr das geschrieben, ob ich direkt von ihr eine Antwort gekriegt habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus ihrer Entourage irgendjemand, der dafür bezahlt wird, lästige Fragen zu beantworten. Und der machte sich irgendwie mokant ein bisschen lustig darüber. Jetzt habe ich sie wieder reingenommen. Da gehört sie nämlich auch rein. Forum wird geboten, als müsste es so sein. Sie wären ja nicht verboten, als wäre es angebracht, sie wie andere zu befragen, als hätt's je was gebracht, als hätten sie etwas zu sagen. Sie sitzen in der Runde, von Scheinwerfern berichtet, geschminkt mit breitem Grinsen, Kameras auf sie gerichtet, von Gastgebern begrüßt, die stellen ihnen ihre Fragen, die sie nicht beantworten, nur was sie wollen sagen. Maischberger, Mioska, Kinder, Klammbrot, Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Dann an ihrem Platz, man bat sie, sich dorthin zu setzen. Man weiß vom allerersten Satz an, werden sie schon hetzen. Man gibt ihnen das Wort, sie können es sich nehmen, lügen dort in einem Fort, ohne sich zu schämen. Ihr könnt mit ihnen wie mit allen anderen reden. Holt ihr in eure Sendungen tatsächlich wirklich jeden? Volksverhetzer, Kriminelle, warum wollt ihr die hören, die sich an Gesetzen und an Menschenrechten stören? Maischberger, Mioska, Illner, Klamroth, Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Ihr sagt, ihr müsst das tun, das wäre nicht zu vermeiden. Man sollt mit jedem reden, kann man ihn auch nicht leiden, als ginge es dabei allein um Sympathie. Faschisten, die zerstören das Land, begreift ihr das denn nie? Ihr sagt, das wüsstet ihr, Faschisten wären die keine. Lasst ihr bissige Kampfhunde denn auch so von der Leine? Sagt ihr, wenn die zuweisen, die wollen doch nur spielen. Sie wurden außerdem gewählt bei Wahlen von so vielen. Maischberger, Mioska, Illner, Klamroth, Lanz.
Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Sie sagen, was sie tun wollen, wenn sie Mehrheiten erringen. Sie wieder abzuwählen dürfte dann nicht mehr gelingen. Denn dann kann sie niemand mehr von der Macht vertreiben. Hört auf, sie zu verharmlosen. Lass das endlich bleiben. Werdet wach, hört auf, euch länger etwas vorzumachen. Sobald sie draußen sind, werden sie sich ins Fäustchen lachen. Ihr wolltet sie enttarnen, habt ihr sie demaskiert. Ihr wieder davon profitiert, ihr habt sie präsentiert. Maischberger, Mioska, Hilder, Klamroth und Lanz. Warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Muss man Faschisten in aktuellen Sendungen befragen? Muss man Zuhörer und Zuschauer mit deren Lügen plagen? Warum gibt man ihnen Selbstdarstellungszeit? So wird das Programm bestimmt von Fake News nicht befreit. Sie wollen das Programm doch sowieso zusammenstreichen, Kommentare sanktionieren, die nicht ihrer Meinung gleichen. Sie drehen Interviewern frech das Wort im Munde rum. Wer sich darauf einlässt, der ist selber schuld und dumm. Maischberger, Mioska, Hilder, Klamroth und Lanz. Warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Und damit ihr rechtzeitig zu dieser Goldbahn-Geschichte kommt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine gute Zeit. Ganz herzlichen Dank, Jan Schinkel. Vielen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal. Bevor wir zur Demo zum Rathaus gemeinsam aufbrechen, gilt es noch kurz zurückzublicken auf drei vergangene Ereignisse und auf vier kommende. Erstens, wir erinnern uns an den 15. Februar vor 12 Jahren. Wir vergessen nicht. Es war am frühen Morgen des 15. Februar 2012, als die Baumriesen im mittleren Schlossgarten, die uns Frischluft, Kühlung und Erholung spendeten, den Kettensägen der Stuttgart 21 Mafia ausgeliefert wurden. Wer das heute immer noch rechtfertigt, verdient nur eines: tiefe Verachtung. Voller Zorn, Trauer, Enttäuschung und gleichzeitig sehr entschlossen setzen wir uns weiter für eine menschenfreundliche Zukunft ein. Und damit komme ich zum Punkt 2, zweites Ereignis. Ausgerechnet auf den Tag genau, 12 Jahre später, am 15. Februar 2024, wurden die beiden Robin Hood-Aktivisten, die damals im mittleren Schlossgarten vom SEK aus der wunderschönen Pappel geholt wurden, diesmal von einer uralten Eiche geholt. Wow.
Gemeinsam mit einem weiteren Mann von Robin Hood und einem von Extinction Rebellion hatten sie mit einer Baumbesetzung ein Zeichen gesetzt, in der Hoffnung, die Uni Stuttgart ließe sich vielleicht noch umstimmen. Vor 3 Wochen war es hier auf der Bühne Thema, ihr erinnert euch bestimmt. Diese Mutigen auf den Bäumen und alle, die sich dort für die Bäume eingesetzt haben, verdienen unsere Hochachtung. Ihr Lieben, ich danke euch dafür. Heute sehr wichtig, auch für uns ObenbleiberInnen, der 4. Jahrestag der rassistischen Morde in Hanau und des staatlichen Versagens vor, während und nach dem Anschlag. Dass vorgestern viele tausend Menschen nach Hanau gekommen sind, wütend, traurig, enttäuscht, solidarisch, hoffend, entschlossen, ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Zusammenhalt gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung nach wie vor da ist. Wir erinnern und sagen ihre Namen. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nezar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarajolu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov. Wir vergessen nicht. Ich möchte Çetin Gültekin zitieren, dessen Bruder am 19. Februar vor 4 Jahren erschossen wurde. Er sagte vorgestern in Hanau, man sieht am Attentat von Hanau, wie aus bösen Worten der AfD böse Taten werden. Mein dringender Aufruf an euch alle, gerade vor dem Hintergrund der Hanau-Morde und dem Totalversagen der Polizei und Politik bei deren Aufklärung, bitte kommt am kommenden Samstag, 24.02. auf den Marktplatz um 14.30 Uhr zur Kundgebung und Demo die rechte Welle brechen. Wir Obenbleiber sind auch da, die etwas andere Antifa. Passende Plakate, Aufkleber, Buttons gibt es drüben am Infostand gegen Spende. Ebenfalls auf dem Marktplatz in Stuttgart-Mitte, diesen Donnerstag, 22.02., ruft die Initiative Pro Gäubern Rottweil auf zu einer angemeldeten Demo um 15.30 Uhr, während der Stuttgarter Gemeinderat im Rathaus tagt. Morgen und übermorgen entscheidet in London ein Gericht, ob der Whistleblower Julian Assange gegen die Auslieferung an die US-Justiz erneut Berufung einlegen kann. Julian Assanges Veröffentlichung von Dokumenten zu US-Kriegsverbrechen darf nicht bestraft werden. Auslieferung und Anklage gegen Assange würde künftig andere JournalistInnen und Verlage davon abhalten, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Die Behörden in den USA müssen endlich alle Anklagepunkte gegen Julian Assange fallen lassen, die seine Arbeit mit WikiLeaks betreffen. Das fordert Amnesty International und wir, liebe FreundInnen, fordern das hier in Stuttgart auch laut und vernehmbar und schicken Grüße der Solidarität an Julian Assange. Ich danke euch. Ebenfalls morgen am Dienstag 19 Uhr im Welthaus Stuttgart eine Veranstaltung von ATTAC und vielen anderen Organisationen zum Thema Klimageld als Teil gerechter Klimapolitik. Und natürlich noch der Hinweis auf unsere 700. Montagsdemo in genau 4 Wochen am 18. März vor dem Hauptbahnhof. Während die Tunnelbahnhofsfetischisten sich aktuell nach Kräften lächerlich machen, statt selber berechenbare Aussagen zur Inbetriebnahme vorzulegen, soll fast 1 Million Euro für externe Gutachter ausgegeben werden. Die Aufgabenstellung, ein Inbetriebsnahmeszenario zu entwickeln und zu prüfen, für wann auch immer. Ganz zeitnah und zuverlässig wird es dagegen übermorgen an Gleis 16 im Roten
Info-Lügenturm ITS. Es wird Yoga geben mit Get-Together bei Cupcakes und Bagels unter dem Motto Mobilität trifft auf Beweglichkeit. Nein, das ist keine Parkschützer-Satire. Das wird angeboten auf der Seite des Infoturms. Vielleicht ist es Ausdruck von Verzweiflung bei den Verteidigern des Tiefbahnhof-Unsinns, aber ob Yoga da wirklich weiterhelfen kann? Was wir von denen sehen wollen, ist aber nicht verzweifelte Flucht in lächerliche und falsche Richtungen, sondern Innehalten. Eine Neubestimmung, was ein guter, funktionierender Bahnverkehr braucht und was nicht, das brauchen wir. Fossilistisches Weiter-so mit Fracking, Gas und Öl und das beklemmende Starren auf Wirtschaftswachstum haben Klimaschutz und Klimagerechtigkeit im politischen Mainstream wieder zur Nebensache gemacht. Statt Priorität für die Verkehrswende, statt Abwendung der Klimakatastrophe, statt nachhaltig, sozial, klimaschonend und freundlich zu unserer Welt zu sein, sollen wir wieder kriegstüchtig und kriegsbereit werden. Liebe Freunde und Freundinnen, wir leben in diesen Zeiten der Klimakatastrophe und der Kriege auf schwankendem Grund, in denen sich Dinge sehr schnell und abrupt verändern und viele Menschen verunsichern. Es hat auch vor uns Zeiten gegeben, in denen der Boden unter den Füßen der Menschen nicht weniger schwankend war. So hat 1918, noch während des Krieges, Rosa Luxemburg in einem ihrer Briefe aus dem Gefängnis geschrieben: Sehen wir vorerst, wie eine ganze alte Welt versinkt. Jeden Tag ein Stück, ein neuer Abrutsch, ein neuer Riesensturz. Und das Komischste ist, dass die meisten es gar nicht merken und glauben, noch auf festem Boden zu wandeln. Und sie schreibt ihrer Freundin im selben Brief, aber Geduld und Mut, wir werden noch leben und Großes erleben. Tatsächlich machten kurze Zeit später die meuternden Soldaten dem Krieg ein Ende. Selbstverständlich hinken historische Vergleiche. Nichts lässt sich einfach auf die heutige Situation übertragen. Ich will damit nur sagen, in krisenhaften Zeiten können uns durchaus auch nicht erwartete positive Wendungen überraschen, wenn wir mit Geduld und Mut und unserem stabilen Protestberg dranbleiben. Und dass der Druck dafür nicht aufhört, braucht es weiterhin Sie und euch alle und unseren Protest hier auf der Straße bei der 697. Montagsdemo nächste Woche und selbstverständlich auch bei der 698., 699. und vor allem bei der 700. Montagsdemo in genau 4 Wochen am 18. März vor dem Hauptbahnhof. Einen guten Abend und weiter mutig und geduldig oben bleiben.